weiter. Aber der lange Ball. Den Ball. Einer. Das ist nur in Anführungszeichen der obere Teil der Pyramide. Hier drüben seht ihr das Untergeschoss der Pyramide. Da kommt da die Spitze noch drauf und ausgefahren wird das Ding dann 13 Meter hoch, also ungefähr die Kante vom Stadthaus. Steht direkt am Eingang unseres schönen Weihnachts- und Neujahrsmarktes ab 27.11. die Gelegenheit, dort in schöner, herrlicher Atmosphäre einen Glühwein zu genießen. Wenn man sieht, was da für ein logistischer Aufwand hinten dran steckt, Wahnsinn. Also aus Erfahrung vom Weihnachtsbaum, der gestellt wird, der von Palatina Geocon meistens gesponsert wird, der Aufbau, habe ich zuletzt gehört, dass es 6- bis 7-stellig ist. Sechsstellig, Entschuldigung. So 70 bis 80.000 konnte man in den letzten Jahren für so einen Aufbau rechnen. Das heißt, ich möchte nur erahnen, wie teuer die Kranmiete alleine ist, um mal eben diese nette kleine Pyramide zusammenzubauen. Wie gesagt, 13 Meter sind das am Ende. Steht direkt am Eingang am Dom vor unserem Stadthaus. Und wird nicht nur ein Eyecatcher, sondern es wird auch richtig stilecht Feuerzangenbowle geben. Es gibt einen richtigen Kakao, nicht so eine Wasserplörre, sondern einen richtig guten Kakao. Es ist Liebe zum Detail, Kupferkessel, sehr schöne Tassen. Also kommt einfach vorbei, schaut es euch mal an, lasst euch überraschen. Es gibt Events wie Live-Musik, Studententage, Ladies Night, wo jede Dame eine Hose kriegt, wenn sie ein Getränk kauft. Es ist nur zu empfehlen. Und mit ein bisschen Glück könnt ihr auch einen Glühweingutschein bei uns gewinnen. In diesem Sinne, kommt vorbei, genießt unseren Weihnachts- und Neujahrsmarkt 27.11. bis 6. Januar.